Hallo und schön, dass du auf meinem Kanal vorbeischaust. Ich bin der Benny und in diesem Video soll es mal um Rollendeck gehen. Das schwere Comhin-Ziel in Roswell. Falls du damit Probleme hast, bist du jetzt hier genau richtig. Ich werde dir zu dem Run meine Tipps und Tricks zeigen, wie du das Ganze dann hoffentlich wesentlich entspannter abschließen kannst. Und los geht's. So, wie immer schauen wir uns als erstes mal an, was du überhaupt für das schwere Comhin-Ziel tun musst. Als zweites werde ich dir den Run dann in Normalgeschwindigkeit zeigen, schon mal auf ein paar Sachen eingehen. Und drittens dann nochmal in Slow Motion. Teilweise werde ich hier auch mal auf Stopp machen. Wirklich ein sehr, sehr schweres Comhin-Ziel, wo ich dir dann nochmal ganz genau im Detail erklären werde, was ich gemacht habe. Das Hauptproblem ist natürlich hier die Deck hoch, ja, dieser sehr, sehr weite Sprung am Anfang. Ganz, ganz viele haben Probleme, du gegebenenfalls auch, wenn du dir das Video anschaust, kontinuierlich ganz einfach hier die Deck hoch abzuschließen, diesen sehr, sehr weiten Sprung. Ich habe auch unglaublich viel versucht, habe dann am Ende eine Methode für mich gefunden, wie ich es dann kontinuierlich ganz, ganz stabil immer geschafft habe. Wir schauen uns erstmal jetzt hier das Ziel an, Rollendeck, verbinde in Roswell die Gaps, Zufahrt, Kanal, Deck hoch, Roswell gut, alles gut und Grey Grind zu einer Einzelkombo. Mods müssen natürlich wie bei allen schweren Comhin-Zielen deaktiviert sein. Wie gesagt, die Hauptproblematik ist hier wirklich Deck hoch. Alles andere, denke ich, mit ein bisschen Übungssache. Du wirst wahrscheinlich das ein oder andere schwere Comhin-Ziel schon abgeschlossen haben. Sollte dich vor keine größeren Probleme stellen. So ist zumindest mein Gefühl. So war auch mein Gefühl beim Spiel. Nachdem ich diese Deck hoch hier immer kontinuierlich abgeschlossen habe, habe ich dann sehr, sehr schnell das schwere Comhin-Ziel beendet. Wir schauen uns jetzt hier einmal den Run in Normalgeschwindigkeit an. Hier siehst du schon als erstes, dass ich den Fahrer schon ein bisschen positioniert habe. Ist natürlich schon Teil der Taktik ganz einfach, weil ich dann ganz, ganz speziell schon in den Grind dann später rein möchte. Hier zu den Sprüngen werde ich gleich ganz genau eingehen. Du siehst, dass ich jetzt hier schon extrem hoch springe. Ich mache das Ganze immer mit dem Boneless. Auch darauf werde ich gleich nochmal genauer eingehen. Die Steuerung, wie du das Ganze am besten ausführst. Dann geht es in den Revert, in den Manual. Und dann hier direkt in den Grind. Dann kommt hier nochmal eine etwas unangenehme Stelle, wo du sehr, sehr lange den Manual halten musst. Wo du dir hier die nächste Gap dann freischaltest. Wenn du hier komplett durch Manual sozusagen. Hier am Ende der Grind, denke ich, nur noch Formsache abspringen. Und dann ist das ganze Thema erledigt. So, und jetzt schauen wir uns das Ganze mal in Slow Motion an. Ich mache mal hier einmal schon mal auf Stopp. Ich hatte immer große Probleme, auch als ich die Gap dann öfters ausgelöst habe. Dass ich nie so richtig wusste, okay, werde ich es jetzt auf der einen oder auf der anderen Seite schaffen. Deshalb, ich kann dir nur empfehlen, konzentriere dich auf eine Seite, weil auch die ganzen Sachen danach natürlich nicht ganz so einfach sind. Ich habe mich dann immer auf die Seite jetzt auf 12 Uhr von mir aus gesehen konzentriert. Das schwere Comhin-Ziel ist ja hier wie eine Art Roundel aufgebaut. Du kannst es natürlich auch genau andersrum machen. Ich würde dir empfehlen, dich auf eine Seite zu konzentrieren. Und deshalb stehe ich jetzt hier oben und richte den Fahrer ganz einfach schon mal so aus, dass ich genau sehe, aha, wenn ich jetzt gleich die Gap schaffe, wo landet er dann genau, wie kann ich dann in den Grind gehen, deshalb gucke ich jetzt hier ganz genau und wenn ich gleich auf 12 Uhr dann lande, dann habe ich hier aus dieser Position noch mehr als genug Zeit, um den Revert zu machen, den Manual und dementsprechend auch in den Grind zu gehen, damit ich die nächste Gap auslöse, das kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Hier siehst du, habe ich mich jetzt ganz genau positioniert. Habe dann schon mein nächstes Ziel da nach dem Sprung, den Manual, den Grind und so weiter im Visier. Hier passt das Ganze dann sehr, sehr gut. So, und hier ist dann jetzt der nächste Tipp. Hier mache ich direkt wieder auf Stopp. Der Boneless ist hier unerlässlich. Ohne den Boneless ist es so gut wie nicht zu schaffen, meiner Meinung nach. Boneless führst du aus. Ich habe es immer so gemacht, wenn du eine Pipe dann dementsprechend verlässt. Du hältst ja immer X gedrückt. Und dann musst du an diesem Scheitelpunkt, wo sich dann entscheidet, ob du nach oben springst oder eben nach vorne. Nach oben führst du dann ganz normal deine Tricks gegebenenfalls aus. Du möchtest ja immer nach vorne springen, drückst du dann vorne, also Steuerkreuz vorne, vorne und lässt X los. So führst du den Manual aus und der ganz, ganz große Trick, so wie ich es dann kontinuierlich geschafft habe, ich sag mal jeden 10., 15. Sprung ungefähr, du musst natürlich hier ordentlich Schwung holen. Ich springe ja auch 3-4 Mal hin und her, bevor ich dann die Gap auslöse. Du musst zweimal hintereinander in Anführungsstrichen perfekten Boneless landen. Ja, genau an dem Scheitelpunkt habe ich dann immer vorne, vorne und X loslassen gedrückt. Und dann, wenn du wirklich diesen Scheitelpunkt dann triffst an der Pipe, ganz, ganz oben, du musst ihn ganz spät ausführen, den Boneless,
zweimal hintereinander, dann schießt du ja einmal unheimlich hoch an diesen Gitterzaun. Ja, ich weiß nicht, ob das Ganze gegebenenfalls noch gefixt wird. Es sieht hier ein bisschen unwirklich aus. Klar, es ist ein Fun-Game, aber du schießt ja eigentlich weit über diesen Zaun schon mehr oder weniger. Und dann drückst du dich einmal von dem Zaun weg mit XX, landest dann mehr oder weniger wieder in der Pipe eigentlich. Musst dann natürlich einmal R2 gedrückt halten, damit er quasi von der Pipe angezogen wird, dass du dann noch ein bisschen mehr Schwung holst. Ich mach mal hier ein bisschen weiter. Du siehst, ich springe jetzt schon fast aus dem Level raus. Hab den Boneless sehr, sehr gut getroffen. So, und dann lande ich hier direkt wieder in der Pipe. Die Säurebombe ist dann R2 gedrückt halten, dass du dann hier nochmal angezogen wirst. Hier wieder den Boneless ausgeführt. So, und jetzt hier genau an diesem Scheitelpunkt X oben X loslassen. Jetzt siehst du schon, den Wallplan führst du damit XX aus. So, dann stößt du dich hier wieder ab. Wieder die Säurebombe, also R2 gedrückt halten. So, und dann springst du hier wieder. Hier mache ich jetzt auch nochmal auf Stopp. Und dann solltest du ungefähr so ab dem letzten Drittel solltest du R2 gedrückt halten, nachdem du den Boneless ausgeführt hast. Du siehst, ich befinde mich jetzt hier in der Luft. Und wenn du dann, ich sag mal so ganz kurz vor dieser zweiten Mini-Pipe, die du jetzt links siehst, so auf 11 Uhr circa, solltest du R2 gedrückt halten. Und dann führt er eben das aus, dass er quasi so von der Pipe angezogen wird. Sieht auch ein bisschen komisch aus. Dann schießt er so ein bisschen nach unten. Und dann musst du natürlich direkt R2 drücken und dann direkt in dem Manual mit oben, unten. Auch das Ganze ist ein bisschen Übungssache. Ja, wenn du dann die Gap ausgelöst hast, sofort R2 für den Revert, oben, unten für den Manual. Und dann musst du natürlich direkt rechts in den Grind rein. Auch das Ganze muss natürlich dementsprechend sitzen. Ist nicht ganz so einfach. Ich würde dir empfehlen, das vielleicht auch nochmal separat zu üben hier an der Pipe. Ja, dass du dann irgendwo mal hinspringst, abspringst und dann einmal in den Revert und dann direkt in den Manual. Du darfst natürlich nicht nochmal X loslassen, dann hochspringen und dann den Manual ausführen. Das ist ein Tacken schwerer hier, der Schwierigkeitsgrad. Revert direkt oben, unten. Ich lass mal weiterlaufen. So, hier habe ich es jetzt auch noch nicht geschafft. Dann geht es nochmal weiter. Direkt an dem Scheitelpunkt wieder den Boneless. So, und du musst natürlich dann hier, deshalb habe ich ihn am Anfang hier ausbalanciert, habe mir hier genau meine Stelle gesucht, weil du im Endeffekt ja wie eine Art Wippe immer nur hin und her springst. Deshalb hast du dann eigentlich schon eine perfekte Position. Ich würde dir auch definitiv empfehlen, immer nur diese Sprünge dann auszuführen. Keine anderen oder ähnliches. Ein Meter weiter rechts, ein Meter weiter links kann hier schon großen Unterschied machen. So, hier jetzt den Boneless perfekt getroffen. Bin hier wieder gefühlt 27 Meter über dem Zaun. Mit XX abgestoßen, R2 gedrückt für die Säurebombe. So, und dann hier genau wieder an dem Scheitelpunkt Steuerkreuz oben, X loslassen und ab hier ungefähr R2 drücken. Dann siehst du, dann wird er hier so ein bisschen angezogen. Hohe Deckgap. So, und dann habe ich ja hier, hast du gesehen, schon den Revert ausgeführt, direkt den Manual. Und dann kannst du eigentlich automatisch in den Grind. Das Ganze muss man natürlich ein bisschen üben. Ja, es sind natürlich schon gewisse Fingerfertigkeiten, dass du dann die hohe Deckgap ganz einfach auslöst. R2 oben, unten und dann Dreieck direkt in den Grind. So, und das Ganze fand ich jetzt persönlich dann, wenn du das Ganze hier schaffst, hast du eigentlich 95% abgeschlossen. Zufahrt Kanal Gap, einfach hier nur einmal rüberspringen. Wie gesagt, ich denke, du hast schon einige schwere Kommhin-Ziele abgeschlossen. Dann ist es hier nicht ganz so schwer, das Ganze zu halten, den Grind auszubalancieren. Hier springst du jetzt vernünftig ab, drückst natürlich oben, unten für den Manual und hältst X gedrückt. Das ist ganz, ganz wichtig, dass du genügend Speed hast, sonst verhungert er dir hier auf halber Strecke. Hier springst du nochmal runter, natürlich dann auch wieder direkt in den Manual. Oben, unten, X gedrückt halten. Wie gesagt, nicht ganz so einfach, aber ich denke, wenn der Sprung dann sitzt, wenn auch danach Revert Manual Grind sitzt, ist das Ganze hier mehr oder weniger nur noch Formsache, musst du gegebenenfalls ein paar Mal probieren, wirst du aber dann meiner Meinung nach ohne Probleme abschließen. Und dann springst du hier nochmal ab, Manual jetzt gehalten, nächste Gap ausgelöst. Und auch das hier dann sehr, sehr kurzes Grindstück, ich denke kein Problem. Da schaltest du dir dann nochmal die letzte Gap frei, die du dann auslöst. Bin ich jetzt ganz am Ende. Das ist die grauer Grind oder Grey Grind Gap. Und dann springst du ab und dann hast du es geschafft. Ja, so ist die ganze Vorgehensweise. Gerade dieser Sprung am Anfang, ich weiß nicht, sieht fast aus wie eine Art Programmierfehler. Ob es wirklich so gewollt ist, weiß ich nicht. Es gibt hier tausend verschiedene Theorien. Ich habe natürlich auch mal nachgelesen. Der eine sagt, du musst mit dem Alien spielen, springt weiter. Der nächste sagt, mit dem
Skater wie Tony Hawk mit einem Vert Skater, der springt dann dementsprechend auch weiter. Der nächste sagt, du musst nach jedem Sprung einen Revert ausführen mit R2, dann springt er weiter. Aus meiner Sicht ist das alles Blödsinn, wird dich alles nicht weiterbringen. Versuch mal diese Methode, dass du am Anfang genau guckst, das genau ausbalancierst, dass du dann genau in der Wippe bist, genau weißt, wo du abspringen musst. Am Ende, das ist dann ganz, ganz wichtig für Revert, Manual und Grind. Da wirst du dann immer sehr, sehr gut die Pipe treffen, damit du dann in den nächsten Grind reingehst. Und versuch auf jeden Fall zweimal hintereinander dann dementsprechend den perfekten Boneless auszuführen, so nenne ich das Ganze mal, direkt an dem Scheitelpunkt oben, oben und dann X loslassen, dann wirst du extrem hoch springen. Ist natürlich auch eine Gefühlssache, musst du ein bisschen üben gegebenenfalls, wenn du hiermit Probleme hast. Aber nachdem ich dann immer diesen Boneless probiert habe, immer ganz, ganz spät ausgeführt, ganz, ganz oben an dem Scheitelpunkt, habe ich enorm schnell dann Erfolge erzielt, gerade mit dieser schwierigen Sprunggap ganz einfach. Wie gesagt, der Rest, denke ich, wenn man dann immer relativ safe zu der Stelle kommt, sollte an sich kein größeres Problem darstellen. Ja, das waren meine Tipps und Tricks. Video ist jetzt hier ein bisschen länger geworden, aber ich persönlich hatte enorme Probleme hier mit dem schweren Kommen-Hinziel in Roswell. Falls es dir auch so geht, wie gesagt, hoffe ich, dass der ein oder andere nützliche Tipp für dich dabei war. Bleib sehr, sehr gerne mit einem Abo am Start, wenn du heiß bist auf weitere Videos von mir. In diesem Sinne, mach's gut, bis bald und tschüss.